Der Ball geht Richtung Box. Schönes Zuspiel, schöner Schuss. Erste Torschuss. Es geht wieder nach außen zu Enrique. Schöner Pass von Fatih Köksal. Und dann auch hier sehr guter Zweikampf. Der Ball kommt auf die 9, Nils Fischer. Ah. Eine scharf getretene Ecke und dann zappelt der Ball im Tor. Und es steht 1:0 für den FC Homburg. Gespielt gute 18 Minuten hier in der EWR Arena. Die Gäste gehen 1:0 in Führung. Der Versuch auf Yannick Sommer misslingt. Und die Homburger wieder blitzschnell im Vorwärtsgang. Ans Außennetz. Die Nummer 10, Joel Geresgier, legt sich den Ball bereit. Der Ball kommt in die Box. Kein Foul gepfiffen an Torwart Rico Zima. Es geht weiter. Jedoch kein Ballgewinn für die Wormatia. Der FC Homburg bringt den Ball wieder direkt in die Box. Und dann der Schuss von der Nummer 17. Die Homburger mit einer guten Balleroberung machen das Spiel sehr schnell. Der Ball kommt nach außen. Aber Owono kann die Situation klären. Und auch kein Elfmeter. Ball wird wieder herausgeköpft. Die Wormatia im Ballbesitz. Und dann schöner Schuss, knapp am Tor vorbei. Fatih Köksal im Doppelpassspiel. Auch hier wieder schönes Doppelpassspiel. Es geht über die 31 zu Nils Fischer, aber der kann den Ball nicht mehr erreichen. Der Ball kommt in die Mitte. Auf die Nummer 20, Yannick Sommer, der mit dem schönen Schuss versucht. Doch Saalfeld pariert den Ball. Die Wormatia weiterhin im Ballbesitz. Schuss von der Nummer 10. Aber man merkt, die Wormatia, sie hat sich viel vorgenommen für die zweite Hälfte. Geht jetzt wesentlich aggressiver ins Spiel. Auch hier wieder sehr gutes Zweikampfverhalten, sehr schönes Umschaltspiel. Der Ball kommt wieder in die Box auf Nils Fischer. Er mit dem weiten Schlag nach vorne in die Spitze Richtung Nils Fischer. Die Homburger klären vorerst den Ball. Wormatia weiter im Ballbesitz. Alexander Schehada mit dem schönen Seitenwechsel auf die 31. Anil Götzitok. Aber auch hier wieder Schussversuch durch Alexander Schehada. Wormatia mit dem Einwurf weiterhin am Ballbesitz. Und dann gibt es Freistoß an der Strafraumgrenze für den VfR. Man merkt jetzt, es kommt wesentlich mehr Druck aufs Tor. Oh, dann der Ball. Anil Götzitok weiterhin im Ballbesitz, geht in den Strafraum, bringt die Flanke. Dann der Schuss. Und das Tor! Tor für unsere Wormatia, der Ausgleichstreffer! 1:1.
So haben wir uns das alle vorgestellt. Und jetzt sind auch die Zuschauer voll da. Tolle Stimmung hier in der EWR Arena in Worms. Und dann zeigt der Schiedsrichter die rote Karte. Rote Karte für Owono. Schiedsrichter Skoteke zeigt es an. Notbremse. Daumen drücken für Rico Zima. Und er hält den Ball, doch der Nachschuss im Tor. Und somit die 1:2 Führung für den FC Homburg. Und dann auch hier wieder die Chance für den FC Homburg. FC Homburg im Ballbesitz. Die Wormatzer erobert den Ball zurück. Sehr schnelles Umschaltspiel auf die 9. Nils Fischer. Der zieht in den Strafraum. Sieht hier die Nummer 18. Und es gibt 11 Meter für die Wormatia. Der Schiedsrichter zeigt es an. Foulspiel. Im Tor vom FC Homburg, David Saalfeld, der steht ganz ruhig, wartet. Und dann der Ausgleich. 2:2. Tor für unsere Wormatia, der Ausgleichstreffer. Schöner Schuss, schöner Strafstoß. Und der Kapitän vollendet. Es steht 2:2. FC Homburg bringt den Ball in die Mitte, kann vorerst abgeblockt werden und dann der Nachschuss. Und dann landet tatsächlich der Ball im Tor. Der Ball kommt in die Box. Die Wormatia kann den Ball klären. Und dann auch hier wieder das Foulspiel. Und der nächste Strafstoß. Und auch rote Karte. Läuft an gegen Rico Zima. Verwandelt sicher. Das dürfte wohl die Entscheidung gewesen sein. Und dann das Tor von der Nummer 11, Markus Mendler. Erzielt das 2:5. Schöner Dropkick, direkt ins Eck, keine Chance. Und der Schiedsrichter hat die Pfeife im Mund, der Schlusspfiff ertönt, Endstand hier in der EWR Arena. VfR Wormatia Worms gegen den FC Homburg 2:5. Und wir haben für Sie noch die weiteren Endergebnisse der Regionalliga. Thank you.
Ja, also zuerst mal ist es ärgerlich gewesen, dass wir nach einer relativ ausgeglichenen Halbzeit durch den Standard in Rückstand geraten, auch wieder relativ früh im Spiel. Es hat uns nicht unbedingt Sicherheit gegeben. Trotz allem sind wir dann, finde ich, super aus der Halbzeit rausgekommen, machen dann auch, finde ich, verdient das 1-1 und waren dann total am Drücker und kriegen in diese Drangphase rein dann die rote Karte plus den Elfmeter. Er hat mir erklärt, dass wenn er festhält oben, dass dann diese Dreifachbestrafung wegfällt, sondern nur beim Grätschen wäre es nur eine gelbe Karte gewesen. Muss man mit leben, dementsprechend ist es wahrscheinlich regelkonform. Und als dann das 2-1 fällt, war natürlich klar, 2-1 plus ein Mann weniger, dass das jetzt eine schwierige Geschichte wird. Und wie die Jungs dann aus in Unterzahl nochmal das 2-2 machen, war top, muss ich echt sagen, war top. Und dann wollten wir es halt zu Ende verteidigen, den Punkt mit nach Hause nehmen. Nur waren wir dann einfach leider Gottes zu unaufmerksam und müssen uns leider ankreiden, dass wir halt leider zu viele individuelle Fehler machen, um dann gegen solche Mannschaften letzten Endes dann auch Punkte mitnehmen zu können. Ja, es war ein sehr intensives Spiel. Das wussten wir, dass es hier unheimlich schwer wird zu gewinnen. Wormatia ist eine Mannschaft, die zu Hause unheimlich heimstark ist, beziehungsweise halt einfach auch das Herz am Platz auch dann lässt. Und das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Ich denke, erste Halbzeit haben wir es ordentlich gemacht, waren dann auch, glaube ich, zu Recht auch 1-0 in Führung. Ich glaube, Wormatia hat in der ersten Halbzeit einmal aufs Tor geschossen. Und dann zweite Halbzeit, die ersten 10 Minuten waren ganz schlecht von uns. Wir haben nicht gut verteidigt, wir waren zu weit von den Männern weg. Wir hatten, wir haben einfach viel zu wenig gemacht und prompt steht es dann halt dann 1-1. Dann machen wir es 2-1, dann bekommen wir so eine Art Konter, wo wir einfach nicht gut verteidigen in der Restverteidigung. Aber nochmal, ich habe an meine Mannschaft geglaubt und die hat an sich geglaubt und haben dann, glaube ich, zum Schluss auch mit einem Mann, beziehungsweise dann zum Schluss mit zwei Mann mehr, dann, glaube ich, auch dann auch verdient gewonnen.